Moment. Und abgesunken bin ich auch. Ja, es grisselt und es ist furchtbar. Hi, moin. Mini-Katana ist am Start. Servus. Monsis hat was von der Klapse gehört, ist dabei. Das ist schon mal sehr gut. Woher der Erleuchtete? Sieht etwas blass aus. Oh, ja, sieht scheiße aus auf gut Deutsch. Sag mal doch, wie es ist. Sekunde. Pump. So. Da. Das hat sich wieder auf Auto gesetzt. Belichtung hat sich wieder auf automatisch gesetzt. Nee, finde ich gut. Pass mal auf, wir gehen da jetzt auf 130er ISO-Wert oder 134, glaube ich, war es sogar. So. Warum gibt es diesen Button Speichern da oben eigentlich, Elgato? Könnt ihr mir das mal sagen? Warum gibt es diesen Button Speichern dort oben? Wenn der nichts bewirkt? Ist das so Deko? Ja? Ist das mehr so Deko-mäßig? Warte. Ich glaube, so könnt ihr mit mir leben. So, ich drücke nochmal auf Speichern. Ich drücke einfach mal drauf. Das ist so ein Placebo-Knopf, wie bei den Ampeln, wie bei den Fußgängerampeln. Dass man draufdrücken kann und dann Signal kommt gleich, damit das Gemüt befriedet ist. Darum ist das dort, dieser Button Speichern. Ich glaube, der hat sonst keine Funktion. So, ich hoffe, das ist okayisch. So waren zumindest die Werte bisher. So. Meine Güte, ey. Es ist ein bisschen nervig, wenn man das immer vor dem Stream machen muss und dann kurz vor knapp merkt, halt, Moment, da hat sich was geändert. Schönen guten Tag, moin, Monchia, Edefix ist am Start, Oddi, Shinigami, Rupra Rosa, Tachchen. Der Button ist vorimplementiert, die Nutzung muss man hinzukaufen. Das ist ein Shop-Item quasi. Ja. Sehe ich deine Frise auch mal in neu? Naja gut, die ist ja jetzt nicht neu oder so. Ist halt wieder Mensch. Ich bin nicht mehr Wookie, ich bin Mensch. Moin, Master Sergeant Crow. Servus. Mira Ryder. Coach hat heute seinen guten Tag. Moment, Coach, guten Tag. Hallo Hackfresse, nice to meet you. Okay, echt jetzt? Muss dem seine neue Aufgaben im Unternehmen mal dann mit der Faust erklären, glaube ich, ey. Deine Rolle hier innerhalb dieses Konstrukts mal mit der Faust verdeutlichen, echt jetzt? Guten Abend, Delrador. Moin und Dankeschön, Zwergnase, für den Speicherbutton. Vielen lieben Dank. Nimm meine Friese das nächste Mal mit, die hat es nötig. Du bist Friesin? Wusste ich gar nicht. So. Oh, jo. So. Kein Unternehmen, aber eine Unternehmung. So. Hieß es nicht Mitternacht Horizon Forbidden West mit Koya? Nee, hieß es nie. Also weder Mitternacht noch Koya. Horizon Forbidden West kommt heute 18 Uhr mit Janika. So. Ja, ich bin auf dem Weg in die Notaufnahme. Bin auf dem Weg in die Notaufnahme. Fump. So. Und damit auch im Mod-Chat, falls da was ist. So, machen wir mal. Dithmarscher Dickkopf. Ist es richtig? Also letzteres. Woher ist da egal? Will HFW sehen oder zocken? Wie gesagt, wird es heute geben. Ihr werdet heute satte 7 Stunden Horizon Forbidden West sehen. Ja, 7 Stunden. Genau, und mehr als 7 Stunden gibt es nur, wenn die Challenge geknackt wird von gestern. Da die aber nicht geknackt wird, sorge ich mich da nicht drum, dass ich früher
dass ich früher meinen Platz räumen muss. Da bin ich sehr zuversichtlich. Vor allen Dingen habe ich die absichtlich sehr hoch gekriegt. Trinke ich heute eigentlich was? Ja, so ein bisschen was. Ich trinke heute so ein bisschen was. Es ist so halb ausgekiet. Ja, das ist interessant. Das sieht... Warte. Da wird es ganz ausgekiet. Interessant. Vor meinem Gesicht nicht. Hier interessanterweise auch da dann auch wieder. Okay, also sobald ein Hintergrund da ist... Okay, okay. Ja, also... die neue Holy-Sorte, Nothing. Ja? Nothing, made by Holy. Geiler Scheiß, sag ich euch. So. Janika hat für heute noch 349 Fake-Accounts in Twitch angelegt. Ja, die gelten nicht, ne? Da wird gefiltert. Das Getränk ist ein Geist. So ist es. Das ist natürlich Holy Ghost. Auch geil. Geile neue Sorte. Wurde für die Challenge noch irgendwo Werbung gemacht oder hast du das nur für heute Nacht um 12:30 erwähnt? Ich habe gesagt, wenn ihr das wollt, Community, müsst ihr Werbung machen. Ich mache gar keine Werbung, ja? Wenn ihr wollt, also das ist eine Community-Challenge. Wenn ihr wollt, dass das hier passiert, dann müsst ihr mal, aber mal so richtig Gas geben, ja? Aber wir machen da gar nichts. Ich meine, Jannika hat ja noch den Tweet rausgehauen, weil sie ja Horizon-süchtig ist, ja? Aber das ist eure Aufgabe. Da halte ich mich ganz zurück. Sonst wäre es ja keine Challenge. Ich will ja Lost Ark streamen. Ich habe Bock auf das Game und ich hoffe ihr auch. Also ich hoffe, ihr habt auch auf Lost Ark ein bisschen Bock. Ja. So ein ganz klein bisschen. So. Was quasseln wir denn heute? Ich hab gar nichts vorbereitet, verdammt. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich war selbst vertieft in Twitch-Statistiken. Da bin ich heute durchgetaucht. Da bin ich was am Aufbereiten und dergleichen. Was habe ich heute nochmal? Achso, ich habe einen File-Server eingerichtet. Der dürfte funktionieren. Was ist denn mit dem Tut-Tut nicht in Ordnung? Muss man vorne im Elektronikraum gucken. Coach, zweite Reihe, vierter Schalter von rechts. Der nennt sich Sleep Mode. On-Off, da muss man mal, glaube ich, einmal umswitchen, glaube ich. Dann müsste es wieder gehen. Dankeschön. Danke für 200 Bits. Vielen lieben Dank. Ah, guck, der Schalter war's. Der Schalter war's. Ach, siehst du schon, läuft's. Ist hervorragend. Shinigami, Dankeschön für 100 Bits. Und Fortuna schiebt mit an. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön für 200 Bits. Brax, ebenso. Danke. Und Rubra Rosa, Dankeschön. Ein Pfeilserver extra für Ark. Genau, das ich für die Pfeile. Ja, genau. Nein, ein Pfeilserver, also für Dateien. Habe ich angelegt, weil wir wahrscheinlich fündig geworden sind in Sachen Videocutter. Die Ala Noctis, die Gute, hatte leider aus privaten Gründen dann doch keine Gelegenheit, uns in dieser Hinsicht zu unterstützen, was extrem schade war und sie auch sehr bedauert hat. Aber ist halt leider so. Kann man machen, nix. Wir waren dann auf der Suche nach einem neuen Videocutter oder einer neuen Videocutterin und da sind wir jetzt fündig geworden. Glaube ich. Wir müssen das noch in trockene Tücher bringen, aber diesbezüglich müssen wir uns ja Dateien austauschen. Ja, wenn jemand da Videos schneiden will für uns, dann braucht er die Rohlinks-Dateien und im Umkehrschluss brauche ich das fertig geschnittene Video. Das heißt, wir brauchen einen File-Server, über den wir uns dann austauschen können. Und das habe ich jetzt eingerichtet. Hier steht unten im Wohnzimmer. Das heißt, das Ding läuft dann jetzt auch. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Zwergnase, Dankeschön für 100 Bits. Und Idona auch 100 Bits. Vielen lieben Dank euch. Dankeschön. Hab nur den Com-Arschtritt-Schalter gefunden. Den habe ich gedrückt. Meinst du den?
Ja, komm, Arschtrittschalter ist halt die rabiate Methode. Das ist so ungefähr wie Motor springt nicht an, haust mit dem Hammer drauf. Ich habe halt diesen Sleep-Mode-Schalter gemeint, aber Coach geht auch. Funktioniert auch. Das ist, bist halt eher der Mensch fürs Grobe. Also richtig. Videocutter aus Madagaskar, genau. Du mich auch. Du bist heute aber, also du mich auch, dir sind die Flachwitze, die im Discord-Kanal gestern durch die Nebelwand geflogen sind, nicht gut bekommen, glaube ich. Hat aber herzlich. Auf was dürfen wir uns denn heute freuen? Was meinst du damit? Unser Programm heute? Lost Ark, anschließend Horizon Forbidden West, der große Start in das Game und davon jede Menge. Das gibt's 7 Stunden auf die Mütze und ich bin mega gespannt selbst. Also Janika wird's zocken, aber ich werde zusehen, das irgendwie selbst schauen zu können. Ich bin mega gehypt auch auf das Spiel. Also ich habe vor allen Dingen jetzt ein paar Bilder gesehen, was die Grafik betrifft. Keine Angst, kommt kein Spoiler angeflogen. Wir spielen das ja, oder beziehungsweise Janika spielt das ja für euch auf der PlayStation 4. Weil wir ja noch nicht in den Genuss gekommen sind, irgendwo eine PlayStation 5 zu ergattern. Selbst vor dem großen Release von Horizon Forbidden West jetzt kam kein Drop, wie es so schön heißt, bei Amazon, Otto oder sonst wo oder im Mediamarkt Saturn. Kein Drop von PlayStation 5 Geräten. Also die Knappheit, ich hatte 7 Stunden. Die Knappheit an Geräten ist uff. Es hat eigentlich wirklich so die gesamte Presse damit gerechnet, dass im Grunde genommen vor dem Horizon Forbidden West Release nochmal PlayStation 5 rausgehauen werden, allein weil momentan halt viel zu wenig Geräte im Umlauf sind und das den Verkauf von Horizon natürlich auch nochmal ankurbeln würde. Ja, nicht. Es besteht echt herbe Knappheit, sonst hätte Sony das ja genutzt. Eben. Das ist, also die Knappheit wird immer härter, glaube ich, statt besser. Also es ist keine Entspannung da irgendwo in Sicht, ne? Das ist echt krass. Also, ja, schade. Insofern, wir haben keine PlayStation 5 bekommen, sind aber weiterhin auf der Suche. Sofern wir dann irgendwie doch noch eine PlayStation 5 auftreiben können, werden wir das dann entsprechend so machen, denke ich, dass wir dann den Spielstand transferieren und dann auf der 5er weiterzocken. Das müsste gehen. Aber was ich gesehen habe, was ich sagen wollte, auch auf der PlayStation 4 sieht die Grafik echt hammergeil aus. Die Details sind echt enorm. Was sie da aus der alten Konsole dann nochmal rausgeprügelt haben, ist echt enorm. Also das ist richtig krass. Da habe ich so Vergleichsbilder und Videos gesehen. Die hauen einen ziemlich um. Aber man muss auch fairerweise sagen, natürlich ist der Sprung von der 4 auf die 5 deutlich sichtbar, also und spürbar. Also insofern, es wäre schon mega gut, wenn wir irgendwo noch eine 5er herbekommen. Ja. Wie war Hype Train verpasst? Das war doch der falsche Knopf, Coach. Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung. Dankeschön. Er büge sich 3 bis 5 Folien rein und dann hält der alte Mann auch 7 Stunden aus. Natürlich, also, halte ich das aus. Ja, die PS5, die zahle ja ich. Die geht ja auf meine Kappe. Bei mir steht dieses Jahr ein neuer PC an und ich bibbere und schaudere, was die Krakar-Preise angeht, wenn ich soweit bin. Ist furchtbar. Also Grafikkartenmarkt entspannt sich auch null tatsächlich. Und Prozessoren geht's ein bisschen. Also die Prozessorenpreise, CPUs sind okay, sag ich mal. Aber die Grafikkartenpreise und überhaupt die Verfügbarkeit auch der Grafikkarten ist alles andere als spaßig. Ich hätte auch sehr gerne nochmal eine 3080 oder so nachgerüstet. Aber ich warte jetzt auf die nächste Generation und hoffe, dass dann die Knappheit da entsprechend ein bisschen besser wird. Bin ich entspannt. Ja, genau, die Chipknappheit ist Ursache, Jana, mit Ursache, aber im Grunde genommen, es gibt ganz, ganz viele Teile, die nicht verfügbar sind.
Also letzten Endes ist der Warenstrom aus China ziemlich zum Erliegen gekommen. Da dürfte auch mit ein Grund eben sein, dass China viele Waren jetzt selbst braucht oder den Westen ein bisschen an der kurzen Leine halten möchte. Du weißt, dass ich es nicht gut finde, wenn du es kaufst und ich es nutze und dann was zugebe. Auf welchen Kanal streamst du das denn, um das zu nutzen? Mensch, ist doch alles gut, Janika. Nicht immer da, da das Böse sehen oder das Schlechte sehen, sondern ist doch gut. Ist doch alles supi. Und wenn dann irgendwann mal Kohle da ist, dann kümmerst du dich um irgendwas anderes, dass es angeschafft wird. Hauptsache, wir haben erstmal. Alles gut. Pandemiebedingt. Ja, ich weiß aber nicht, pandemiebedingt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass China still liegt. Oder? Also ich weiß nicht, was da pandemiebedingt jetzt für Lieferengpässe auf dem Chipmarkt sorgt. Das ist... weiß ich nicht. Ich glaube, das ist vorgeschoben, ganz ehrlich, weil in China ist die Pandemie eigentlich eher eine Nebensächlichkeit. Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie die Fabriken stillstehen. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Gebe ich ganz offen zu. Ich kann es mir nur nicht erklären durch die Pandemie, ganz ehrlich. Weiterhin stapeln sich die Container in Europa und China hat keine zum Befüllen. Die Containerpreise sind gestiegen, okay. China kocht sein eigenes Süppchen. Also das vermute ich ganz ehrlich gesagt, dass China das künstlich runterregelt, den Westen ein wenig unterversorgen und die eigene Wirtschaft befeuern. So sehe ich das. Ich mag jetzt einen Aluhut aufsetzen, aber ich glaube da ehrlich gesagt an keine ernsthafte Knappheit. Genau, es ist nicht nur Chipmangel, es ist auch allgemein, wenn du irgendwelche Ersatzteile für irgendwas brauchst, wie deinen Waschmaschinenmotor oder sonst was, es betrifft so viele Sektoren. Der Warenstrom ist ein wenig im Erliegen gekommen, warum auch immer. Das werden wir jetzt nicht aufdröseln können, nicht hier in der Runde, nicht ohne, dass man sich beliest. Und das ist absolut richtig, was du schreibst, Coach. Also, aber das sind, boah, jetzt sind wir fast im Polit-Talk, ich muss aufpassen. Aber es ist tatsächlich so, der Westen hat sich abhängig gemacht von den Warenströmen aus China, weil alles billig, billig, billig sein musste. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, nimm mal den Waschmaschinenmotor von Janika, hat man letztens auch im Auto drüber geredet. Der Waschmaschinenmotor von Janika, der wurde früher von AEG, Bosch, Siemens, Miele und Co. hier in Deutschland gebaut. Ich meine, schon wirklich viele Jahre her, aber er wurde hier gebaut. Und da waren die Teile halt hier verfügbar. Und dann hat man es wegen günstiger und Konkurrenzdruck natürlich auch aus anderen Ländern preislich bedingt, ich sag mal ausgelagert erstmal. Ja? Über den langen Weg ging es dann nach China. Und jetzt kriegt man halt die Motoren nicht mehr bei. Die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir halt abhängig sind von diesen anderen Ländern und den Warenströmen von dort. Und das ist nicht schlecht. Das ist per se nicht schlecht, im Gegenteil. In meiner Überzeugung ist die Abhängigkeit an die wirtschaftliche Abhängigkeit, die dadurch geschaffen wurde, und zwar beidseitig. China ist angewiesen darauf, dass Europa und Amerika einkaufen. Europa und Amerika sind abhängig davon, dass China produziert. Dadurch ist die Globalisierung und diese Abhängigkeit der Friedensmotor der letzten Jahrzehnte gewesen. Ohne diese wirtschaftliche Abhängigkeit hätte es in der Welt schon wesentlich häufiger geknallt. Und deshalb ist es jetzt auch in meinen Augen das Allerfalscheste, was man machen kann, Russland mit irgendwelchen Sanktionen zu belegen. Aber jetzt haben wir wirklich auf mit der Politik, weil das die Abhängigkeiten stoppt und dazu zwingt, dass sich die Länder anders orientieren und woanders ihre Gelder dann herholen. Und damit dieser Friedensstifter, Globalisierung, Warenströme, wirtschaftliche Abhängigkeit nicht mehr vorhanden ist. Das ist der momentan ganz, ganz schlimme Trend, dass sich Amerika abwendet von Russland und von China. Und das gleichzeitig. Furchtbar. Und entsprechend kriegen wir da die Quittung. Das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen das Ding. Und da habe ich ehrlich gesagt Schiss vor, weil ich glaube, wie gesagt, ohne die Globalisierung der Warenströme gäbe es keinen Frieden. Das ist so mein Eindruck des Ganzen und das ist momentan so ein bisschen, weiß ich nicht.
Von daher sorge ich mich momentan weniger um irgendwelche Speicherpreise oder um irgendwelche PlayStation 5-Geschichten. Das ist nervig, das ist ärgerlich, aber was da im Großen dahinter steckt, das ist überhaupt keine gute Entwicklung. Das wäre was für eine Doktorarbeit, das stimmt. So. Also, Denne. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, also, PlayStation, eigentlich haben wir davon, dass wir auf der PlayStation 4 euch Horizon Forbidden West präsentieren, das aber trotzdem sehr, sehr schick aussieht. Und wir da zwar so ein bisschen Einbußen haben, umgekehrt glaube ich allerdings, dass es noch extrem viele Leute da draußen gibt, die selbst die PlayStation 4 nur in Anführungszeichen haben und noch keine PS5 ergattern konnten, so wie wir. Und dann vielleicht auch neugierig sind, wie Horizon denn darauf aussieht und ob es sich lohnt. Ich glaube, insofern ist es auch gar nicht mal so schlecht, vielleicht eine der wenigen Streamerinnen dann zu sein, die dann auf der PS4 das Spiel zeigen. Habt ihr PS3 und die reicht. Gut, wenn du nicht zocken willst oder nur die alten Games, dann reicht die auf jeden Fall. Blu-ray hatte die ja auch schon, glaube ich, ne? Meine ich, ne? Blu-ray-Laufwerk war bei der 3er. So als Media Center taugt die 3er auf jeden Fall. Habe ich auch ganz lange genutzt. Wolltest du nicht letztens noch irgendeinen Trailer zum Spiel zeigen? Ja, das können wir gleich machen. Hm? Stimmt. Einen Trailer wollte ich zeigen, aber das Spiel hat tatsächlich nicht so gute Bewertungen bekommen, wie ich es erhofft habe. Scheint ein bisschen arg buggy zu sein. Ist an demselben Tag, wo ich das gesagt habe, dass wir den Trailer anschauen sollten, ist das Spiel auch gleich released. Und hat leider nicht so gute Bewertungen bekommen, wie ich es mir erhofft habe. Scheint ziemlich buggy zu sein. Und es ist halt ein Full Release und kein... Also ziemlich günstig. Insofern ist es halt ein Budgetspiel quasi. Aber es ist halt kein Early Access. Das ist so das, was dann natürlich ein bisschen doof ist. Wenn dann da Inhalte fehlen oder Bugs drin sind, legt das ein bisschen härter rein, als wenn das jetzt ein Early Access Game wäre, wo man sagt, ja komm, egal. Aber wir schauen es uns trotzdem mal an. Vielleicht zockt es ja einer von euch und kann was zu sagen, weil ich glaube, es stand bei einigen auf der Wunschliste. Man sieht da ja unten, so und so viele Freunde wünschen sich das. Vielleicht hat sich der ein oder andere ja gegönnt und kann was zu sagen. Moin Keks Kekis, grüß dich aus dem Homeoffice. Na dann, frohes Schaffen. Entspanntes und frohes Schaffen. Wenn du nicht den Bildschirm hast, um das anzuzeigen, geht zwischen PS4 und PS5 viel vom Unterschied verloren. Naja, es hat jetzt weniger mit dem Bildschirm zu tun. Also die Hauptunterschiede bei der PS4-Version zur PS5 ist, dass die PS4er bei den Dynamic Lights, also beim Licht, allgemein beim Licht, extrem abgespeckt ist. Warte mal. Vielleicht zeigen. Ich hatte das nur leider nur am Handy. Habe ich das noch? Warte mal. Lass mal ganz kurz gucken. Ich habe es am Handy gesehen und fand den Artikel dazu sehr, sehr nice. Weiß noch nicht, ob ich ihn noch habe. Aber wenn ich sowas schon lese. Horizon Forbidden West, die besten Rüstungen und wie er sie bekommt, da kriege ich einen Hals, ey. Dass jetzt schon rausgehauen wird. Gleich alles optimieren. Bloß nichts selbst rausfinden. Nee, den Artikel habe ich jetzt hier nicht mehr. Das ist ärgerlich. Moment.
Ja, doch, da ist es von der GamePro. Da kommen wir, schauen uns die Seite zusammen mal an. Die GamePro hat da. Sekunde, ich ziehe euch mal auf einen anderen Monitor. Googeln, ja, bin schon, hab ich ja dann auch gemacht. Und keine Angst, es spoilert nichts, außer ein paar Szenenbilder. So, Moment. So. Also wie gesagt, die GamePro ist es, die den Artikel gemacht hat. Insgesamt macht die durchaus auch immer sehr, sehr feine Artikel für PlayStation. Also durchaus sehr zu empfehlen. Wenn wir schon hier den Inhalt zeigen, dann will ich es auch bewerben. So. und hier, zoom mal ein bisschen künstlich rein. So. Das ist jetzt natürlich, ne, in der Bildqualität wird es jetzt dadurch schlechter, dass ich hier einfach nur die Browser vergrößere. Links haben wir die PS5-Version. Rechts haben wir die PS4-Version. Und bei der PS5 sieht man, dass diese Lichteffekte hier sind. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich die an der Stelle so gut finde. Ich finde tatsächlich die PS4-Version in Sachen Licht und in Sachen Landschaft und so weiter eigentlich auch sehr, sehr schick. Ein bisschen mehr Details hier in den Bodentexturen bzw. im Gebüsch quasi. Und vor allen Dingen finde ich tatsächlich, dass an der PS4 hier im Hintergrund sogar schön. Aber das Geländer sieht bei der 5 besser aus. Ja, das auf jeden Fall. Da sind höherwertige Texturen. Ganz klar. Und beim Geländer merkt man auch, das hier, da geht es um Licht und Schatten. Ne? Also insofern, ja. Ne? Man sieht schon einen deutlichen Unterschied, aber nichtsdestotrotz, die 4er-Version ist super. Also das ist auf jeden Fall gut. Wo der Unterschied eigentlich am krassesten ist, ist tatsächlich bei den Charakteren. Die 5er hat, wenn wir jetzt mal hier den Charakter sehen, die 5er hat hier diesbezüglich ganz klar die Nase vorne. Also die Licht und Schatten im Gesichtsbereich, Haare, die Fellgeschichten hier, Rüstungen, Details und dergleichen. Das hier sieht doch noch ein bisschen aus wie Horizon Zero Dawn. Aber trotzdem ein gutes Stück nach vorne. Ne? Aber da ist auf jeden Fall schon, gerade was die Lichtverhältnisse und so betrifft, einiges schlecht. Auch bei Aloy selbst sieht man, dass das natürlich auf der 5er noch mal ein bisschen besser aussieht. So, ansonsten glaube ich, waren keine Schiebebilder hier. Das fand ich ganz schön. Das sind jetzt alles PS4-Bilder im Übrigen. Ne? Also insofern, das ist schon schick. Das ist schon durchaus schick. Es gibt wohl bei der 4er-Version Probleme, wenn du in Dörfer reingehst. Dann kann kurzzeitig die Framerate mal einbrechen und nicht ganz stabil sein. Und es gibt... Ach übrigens, Janika, du musst deinen Stream umstellen auf 30 FPS. Ganz wichtig. In 1080p30 Stream. Nicht in 1080p60. Sonst füllt OBS die fehlenden Frames auf und dann ruckelt es im Stream. Also da unbedingt auf 30 FPS deinen Stream stellen, das fällt mir gerade nur ein. Die PlayStation 4 kann nur 30 FPS. Ja, das auf jeden Fall machen. In Dörfern ist es wohl so, dass die kurz ein bisschen einbrechen kann, aber nicht wirklich relevant. Wo es wohl wirklich relevant ist, war bei den Ladebildschirmen. Wenn man die Schnellreise macht, dann sind es irgendwie an der PS5 5 Sekunden und bei der PS4 sind es 30 Sekunden, wenn man dann die Schnellreise. Ja. Und dann ist es wohl so, dass es ein paar Nachladeruckler gibt. Also nicht Ruckler in dem Sinne, sondern dass Texturen und Schatten bei der PS4, gerade bei Render-Szenen, dann noch dynamisch aufploppen. Das ist man aber bei Open-World-Games durchaus gewohnt. Sag ich mal. Ja, also. Insgesamt glaube ich, wird das Spielvergnügen dadurch jetzt nicht großartig geschmälert. Es ist natürlich immer so ein bisschen bitter, weil man weiß, es könnte noch geiler sein. Das ist halt immer so das, was da mitschwingt. Ne? Man weiß, da ist noch die 5er-Version da. Ah, es wäre noch geiler, noch ein Stück schöner. Und das ist das, was vielleicht ein bisschen bitter ist. Aber insgesamt wird es auf jeden Fall cool. Da dann jedes Mal dran denken, es ist kein Beinbruch, wenn du einen 30 FPS-Stream. Ist kein Beinbruch, wenn du generell einen 30 FPS-Stream würdest. Aber ja. Dann denken wäre nicht schlecht. Am besten wäre es, du legst dir, du kopierst das Profil.
und sagst, das eine ist das PS4-Profil und das andere ist das Gaming-Profil, dann switchst du da einfach rum. Fällt meiner Meinung nach aber auch nur im direkten Vergleich auf. Wenn man das auf der PS4 zockt, sieht es trotzdem genial aus. Ja, auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall super genial aussehen. Wie gesagt, wenn du dann die PS5-Version aktiv zockst, anschließend wirst du wahrscheinlich denken, oh, hätte ich doch nur vorher schon oder so. Aber es wird trotzdem geil sein. Es wird trotzdem für ganz viele Wow-Momente sorgen, ne? Dann kann ich on-stream nicht wechseln. Nee, das kannst du sowieso nicht. Kannst du sowieso nicht on-stream wechseln. Wenn du beim Stream dann merkst, oh scheiße, ich stehe noch auf 30 FPS, musst du neu starten, so oder so. Anouk, moin. Nichts gegen diese ultra super Grafik, aber wenn ich mich durch ein Spiel kämpfe, brauche ich nicht, dass jedes Haar einzeln berechnet wird. Sehe ich dann eh nicht. Wenn ich schöne Bilder sehen will, stelle ich mich hin und mache einen auf Touristin. Ja, gut, Todsenkelin, das ist jetzt ein bisschen platt, ne? Natürlich ist das in der Kampfszene vielleicht nicht so relevant, aber man kann jetzt in der Kampfszene nicht eine andere Grafik machen als in den Render-Szenen, wenn die Cutscenes sind. Darauf kommt es ja an, da wird ja die Stimmung erzeugt. Oder wenn du einfach durch die Landschaft läufst und guckst. Da kommt es ja auf die Mega-Momente an und da macht es tatsächlich was aus, wenn du ein realistisches Gesicht hast. Ich meine, wenn du allein mal siehst, wie genial Aloys Gesicht gerendert ist, wie detailliert die Texturen da sind, das ist wirklich wow. Und das macht einen Unterschied, das auf jeden Fall. Das saugt dich viel mehr ins Spiel rein dann noch. Verstehst du, was ich meine? Ehrlich gesagt nicht ganz, weil geile Grafik ist in einem geilen Game einfach noch so dieses Sahnehäubchen und die Kirsche auf eine super Story und alles. Also insofern, das ist schon ein Meilenstein und das ist schon einfach Next Gen und das ist sensationell, dass das jetzt geht, was wir dort sehen und dass das sogar auf alter Hardware noch in einer Art und Weise dargestellt ist, dass man in Ohren schlackert, ja. Notfalls auf 30 FPS weiter streamen, das würde einen Unterschied nicht machen, denke ich mal. Ja, das geht dann also sowieso nur, ne? Wenn Janika jetzt irgendwie nach Horizon noch einen Talk macht oder so, dann ist er halt auch ein 30 FPS. Das geht dann nicht ab. Können ja auch immer sagen, Grafik ist völlig egal, dann wären wir jetzt übertrieben gesagt noch beim Pixelball mit Pixelbalken hin und her schubst. Streng genommen ja. Streng genommen ja. Ich glaube, die Diskussion ist so alt wie das Gaming selbst, wie nach dem Motto, oh, bringt uns das jetzt wirklich weiter, dass man da plötzlich jetzt eine Kantenklettung sonst wie hat oder dass man jetzt plötzlich die Lichteffekte sonst wie hat oder weißt du nicht. Und in Summe bringt es uns natürlich wahnsinnig weiter. Ja. Ich achte auch total beim Spielen nicht auf Grafik, solange nichts verschwommen ist und halbwegs nicht ruckelt. Okay, ja, okay. Also ihr wisst ja, ich bin absolut kein Grafikfetischist. Ich bin ja auch sehr gerne bereit, mal Pixel-Games zu zocken, ne? Auch schlechte Pixel-Games, also Vampire Survivors ist ja jetzt wirklich keine Grafikpracht. Aber wenn ich ein Spiel habe in dieser Art wie Horizon Forbidden West, oder Ark. Oder ja, allgemeine Storygames oder Games, die einen so ein bisschen reinsaugen in eine Welt, die einen mitnehmen sollen. Final Fantasy VII Remake. Dann brauche ich tatsächlich auch eine. Es muss nicht eine fotorealistische Grafik sein. Es muss nicht. Es muss nicht so wirken, als wäre es real. Aber es sollte
Es sollte in einem Stil sein, der einen schon optisch auch durchaus mitnimmt. Also da bin ich dann schon bei so Games durchaus auf wirklich gute Grafik aus, wenn ich mich wirklich reinbegeben will. Ja, wenn ich so nebenher für mich zocke irgendwie was, ich meine, wenn man nebenher in Ark mal so ein paar Dinos züchtet oder so, ist das wiederum so eine Sache, die egal. Wenn ich aber in Ark wirklich mal so ein bisschen in die Höhlen will und das Flair dort aufsaugen will und mal so ein bisschen, ne, richtig rein will und diesen die Atmosphäre haben möchte, dann brauche ich da Grafik. Ist halt immer eine Frage, in welcher Art und Weise man an Games rangeht, was für eine Art Spieler man ist, welche Faktoren einem da wichtig sind. Ja. Es war mal eine Phase, da wurde nur geklotzt und dabei vergessen, dass die Spiele nicht nur aus Grafik bestehen, das stimmt. Gutes Beispiel für Vorteile der Grafikentwicklung ist Skyrim. Unterschied zwischen Basegame 2010 und Grafikmodgame 2020 sieht wie ein komplett neues Spiel aus. Ja. Also wenn du das durchgemoddete Skyrim dir anguckst, ist echt krass. Und es ist ja jetzt keine andere Engine geworden dadurch, ne? Das ist echt krass. Und sind wir mal ehrlich, es gibt, ich will jetzt nicht sagen niemand, aber die allermeisten würden Spiele mit der Grafik von 2010 heute nicht mehr so gerne zocken, glaube ich. Da würde es dann schon einige geben, die das durchaus abschreckt. Weil die alte 3D-Grafik, sage ich es mal, nicht gut altert. Pixel-Games kannst du auch in 100 Jahren noch zocken, so ungefähr, ne? Oder irgendwelche Games, die halt so einen gezeichneten Comic-Stil haben. Die kannst du auch in 100 Jahren noch zocken. Das altert gut. Aber wenn ein Spiel versucht, so einen gewissen Grad Realismus reinzubringen, und das entwickelt sich im Laufe der Zeit, dann altert das sehr schlecht. Ist bei leisen Tönen weggedreht, immer noch minimal abgehackt. Verstehe ich nicht. Dann höchstens das bisschen runtermachen. Und Weißabgleich ist wieder an? Nö. Der Auto-Weißabgleich ist an, oder? Warte. Doch, der Weißabgleich ist auch automatisch. Ach, leck mich doch. Warum hat sich denn hier alles wieder auf automatisch gestellt? Ach man, das ist doch so zum Kotzen, wenn die Hardware macht, was sie will und die Software erst recht. So, Sekunde, dann kann ich noch mal ganz kurz gucken, ob ich in die beim Mikrofon das Noise Gate ein bisschen entspanne. Kommt gerade von der Warn-App ein Alarm rein. Ich nehme an, da würde es um den Orkan gehen, der hier kommt. Ja, nun, dürfte heiß hergehen heute hier. Ich hoffe, bei euch wird alles festhalten und ich hoffe auch hier wird die Tanne halten und das Dach und überhaupt. So, habe ich das Noise Gate nochmal ein bisschen entspannt. Ich hoffe dann. Jo. Im Norden hat der Wind schon aufgedreht. Ja, gerade im Norden soll es ja heute ganz schön reinhauen. Ne? Du sahst plötzlich so käsig aus, daran habe ich es gemerkt. Das ist krass, ne? Hat es jetzt umgeschaltet, ich weiß gar nicht warum. Hat sich ja kein Lichtverhältnis hier geändert. Verrückt.
Nach bisschen warst du weg. Ich meine, ich kann... Test 1, 2. Bin ich jetzt lauter? Machen wir eins hoch. Test 1, 2. Ich habe jetzt den Gain. Bin jetzt vielleicht ein bisschen lauter. Ja. Wenn ihr jetzt mehr Nebengeräusche hört, dann sagt mir das. Also wenn ihr jetzt irgendwie jeden Klack, jedes bisschen, was ich hier mache, hört, dann sagt mir das. Ich habe jetzt den Gain vom Mikro ein bisschen erhöht. Rede mal zur Decke. Ah ja, wenn ich so richtig weggedreht bin. So, mal gucken, was das Licht da oben macht. Da oben an der Decke ist aber auch nichts. Und jetzt bin ich mal ein bisschen leiser. Jetzt schnacke ich mal ganz leise nur noch mit euch. So, und? Habt ihr das noch gehört, das Leise? Ganz leise kam nur noch halb durch. Okay. Okay. Ja, aber das ist okay. So häufig rede ich ja jetzt nicht nach oben und dann muss ich halt da ein bisschen lauter werden. Okay. Nina ist bei mir auch kaputt, war Katwan. Ich hab Nina hier tatsächlich. Die Nina warnt mich. Funktioniert eigentlich sehr zuverlässig bisher. So. Ach ja. Dann schauen wir uns nochmal Tröler an. Und schauen auch mal kurz in euren Feedback und Vorschläge kann. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich weiß nicht, ob das doof rüberkommt oder ob das vielleicht so auch ein bisschen Anreiz ist für euch vielleicht noch mehr mitzuwirken oder dergleichen. Wie würdet denn ihr dazu stehen, wenn wir am Ende eines Monats uns die Statistiken von Twitch anschauen? Also keine Angst, jetzt nicht die Einnahmen, darf ich auch gar nicht. Aber schauen, wie viele Minuten wurden geschaut, wie viele Chatnachrichten wurden gesendet, wie viele einzelne, also Twitch ermittelt, wie viele einzigartige Zuschauer es gibt. Also wenn ein Zuschauer 5 Streams anschaut, zählt er als 1. In einem Monat, was waren noch für Sachen? Was waren die durchschnittlichen View-Zahlen? Können wir uns auch angucken, so Sachen. Wäre das für euch interessant, da auch mal mit einem Einblick zu haben? Mach dich nicht mit den Nummern verrückt. Mache ich nicht, aber die sind trotzdem nicht irrelevant. Deshalb ist aber die Frage, wenn ihr sagt, nee, mit den Zahlen wollen wir überhaupt nichts zu tun haben, komm, lass uns da weg. Aber es ist vielleicht auch andererseits so ein bisschen Ansporn zu sagen, ey, geil, schau mal an, wie der Chat diesen Monat abgegangen ist oder so. Und ich habe ja auch gesagt, wir lassen so Zahlen weg wie die Abo-Zahlen oder wie Einnahmen. Das lassen wir weg. Aber ich fand das sehr faszinierend, wie viel Millionen Stunden Stream geguckt wurde und so. Das ist krass. Wäre schon mal interessant zu sehen. Viele Daten liegen ja offen, kann jeder einsehen. Das sowieso. Solange die Zahlen eher positiv bewertet werden. Ja, nu, ja Gott, wenn wir jetzt feststellen, oh, diesen Monat wurde deutlich weniger geguckt, dann ist das schon eine Feststellung. Ist das jetzt negativ? Ja, kann man negativ deuten, aber dann kann man ja zusammen überlegen, was war, warum? Ja, warum? Ferien vorbei, Homeoffice vorbei, keine Ahnung, schönes Wetter draußen. Bin auf jeden Fall Fan einer solchen Statistik. Ich finde Statistiken auch geil. Ich mag Statistiken sehr. Aber das liegt auch daran, dass ich beruflich bedingt früher einfach immer Statistiken gemacht habe und immer Auswertungen, immer geguckt habe, wohin es geht. Also bisher jetzt keine wirklich negative. Jana war so ein bisschen nach dem Motto, nicht mit Zahlen verrückt machen, finde ich gut. Den Einwand finde ich absolut gut und richtig. Aber wenn ihr jetzt generell so, wenn da jetzt irgendwelche Leute unter euch sind hier, die sagen, nee, komm, das, was soll das, dann bitte schreiben, wirklich einfach schreiben. Du magst Statistiken, sagst aber auch ständig, ach, die Zahl hatte ich gar nicht mehr gesehen, hatte ich nicht mehr im Kopf, das ist so putzig. Weil ich die Zahlen nicht angucke, sondern Trends. Die Zahl sagt mir gar nichts. Deshalb schaue ich nicht auf die aktuelle Zahl X, sondern ich schaue danach,
wie sich was über die Zeit entwickelt. Mir ist das dabei relativ egal, ob das 1000 oder 500 sind, egal welche Zahl, sondern ob wir sehen, dass wir in einer guten Tendenz sind. Das ist das, was mir wichtig ist. Auf lustige, bunte Grafiken. Ja, aber das ist das, was Aussagen liefert. Meins wäre es jetzt nicht, ihr müsst dann auch nicht zugucken. Es wäre sowieso kurz, ne? Also würde man jetzt nicht stundenlang machen. Sondern das wird man dann mal irgendwie einmal im Monat, einmal ganz kurz hier, das sind die Zahlen des Monats, bam, bam, bam. Das war cool, das war nicht so cool dann sind wir da gemeinsam auf dieser Reise hier. Das ist ja so das, was der Hintergedanke ist. Dass ihr so ein bisschen mitgenommen werdet in unsere Entwicklung. Mich freut vor allen Dingen die wieder so schön hohe Subzahl bei euch. Ja, das darf man auch nie vergessen, dass das natürlich immer ganz, ganz abhängig ist von Leuten, die halt mal Sub-Bombs zünden und da einen Wahnsinn-Support raushauen. Ne? Aber deshalb will ich mich nie an so einzelnen punktuellen Zahlen dieser, die so geil sie ist, aber daran hangel ich mich nie hoch oder so, weil das ist halt, ne, da war mal jetzt wieder ein Wahnsinns-Support, in dem Fall von Freddy reingekommen diesen Monat und das hat das dann mal eben um 150 oder was hochgehauen das kann genauso schnell dann nächsten Monat halt wieder weg sein und deshalb, das ist geil, aber wichtig ist der Trend. Deshalb sind so 202 sogar Wahnsinn. Deshalb sind so Momentaufnahmen immer schwierig, aber Trends aussagekräftig. Du hast gerne bunte Torten an. Eher so, nicht die Torten. Die Tortengrafiken sagen auch nicht viel aus. Die sind eigentlich Spielerei. Die sind einfach nur, aber diese Grafen, die ist schon spannend. Vor allem, wenn man die dann in Relation zueinander setzt. Wenn man dann anfängt, verstehen, warum das sich dann so entwickelt und wie hat es sich letztes Jahr und das ist schön. Sowas mag ich. Ist doch egal, was bunt ist, Hauptsache Torte. Ja, Torte, andere Torten sehr gerne. Ja. Trendlinien, sozusagen. Okay, Valkyria, okay. Wertung der Zuschauer, okay. Okay. Ja. Ja, 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 sehe ich. Wäre ein sehr valides Argument, das dann doch zu lassen vielleicht, wenn das von mehreren so aufgefasst werden würde. Mhm. Das soll es natürlich wirklich nicht sein. Sondern es ist halt wirklich dazu, um eine gewisse Transparenz auch zu zeigen, wohin unsere Reise geht und eher halt zu sagen, Wahnsinn, wie viel geschaut wurde und wo halt. Ne? Aber ja, es kann natürlich auch mal ein Monat kommen, wo das dann plötzlich alles runtersackt. Dann kommt das eventuell negativ rüber. Ne? Weiß ich nicht. Ja. Solange die Zahlen gut sind, kommt es gut rüber. So als es schlecht werden könnte, dass so rüberkommen, wie du es jetzt geschrieben hast. Ja. Überliest die Frage bewusst. Was für eine Frage? Ich habe nur irgendwas von Milchschnitte gelesen, da habe ich dann gesagt, okay, die nächsten 20 Zeilen lese ich nicht. Nur wieder Hunger gemacht. Ich habe heute aber gut gefrühstückt, es geht mit dem Hunger tatsächlich. So. Hast du etwa was gegen Milchschnitten? Nee. Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich liebe sie. Aber wenn hier was von den Milchschnitten im Chat steht und ich nur wieder sabbernde Mundwinkel bekomme, darum überlese ich das. Ich versuche ja alles, was um Tiramisu, Lasagne, Milchschnitte, keine Ahnung, Pancakes, French Toast, Ahornsirup, so Themen versuche ich halt einfach zu ignorieren. Gelingt mir nur selten. Was gegen mich steht. Er hat keine. Das ist richtig. Probier's nochmal mit dem Trailer, beziehungsweise eurem
Feedback-Kanal. Wie gesagt, das Spiel war mäßig bewertet, von daher habe ich mir dann gedacht, und dann auch nicht mehr angucken. So. Ich möchte mal was aufgreifen, weil es mir gerade sehr am Herzen liegt, auch für die kommende Woche. So. Machen wir doch jetzt mal nicht den einen Trailer, den ich meinte. Aber immer noch mal machen. In einer ruhigen Minute, aber wenn wir jetzt gerade schon so bei Trends sind und Ideen und dergleichen, möchte ich mal was aufgreifen, was wir letztens schon, ich weiß gar nicht mehr, diese Woche auf jeden Fall im Talk hatten. Das hat man, als ich Hades gespielt habe. Hades hat mega Spaß gemacht. Tribes of Midgard hat mir mega Spaß gemacht. Vampire Survivors, richtig geil. Dann Legend of Keepers haben wir ja auch eine ganze Zeit lang immer wieder gezockt, gerade montags. Richtig, richtig Laune. Und das alles hat gemein, dass es Rogue-Lite oder Rogue-Like-Games sind. Das heißt, es sind Games, wo man, wenn man stirbt, seinen Spielfortschritt verliert und häufig nochmal ganz von vorne oder zumindest den letzten Level oder was auch immer nochmal von vorne machen muss. Und aber so ein bisschen Progress darüber bekommt, dass man gewisse Schätze oder Währungen, die man in der letzten Runde erbeutet hat, mitnimmt und dadurch seinen Account sozusagen hoch. Das heißt also, ich schalte neue Helden frei, ich schalte neue Waffen frei, ich schalte irgendwelche Skills frei, irgendwelche Boni. Und das ist Roguelite letzten Endes. Das heißt, man levelt den Account, wenn man so will, und startet dann aber wieder mit einem ein bisschen besser ausgerüsteten Charakter ganz von vorne und muss das alles irgendwie dann versuchen, mal in einem Rutsch durchzubekommen. Und das ist jetzt beispielsweise bei Hades das Ziel, dass man versucht, in einem Rutsch durch dieses Spiel zu kommen. Und ansonsten wird man halt immer wieder nach Hause zurückgeworfen. Und das finde ich mega geil, weil es super herausfordernd ist. Es challenged einen und man hat Fortschritt. Lindwig, man hat super Fortschritte eben über seinen Account. Ich schalte neue Skills frei. Ich gehe mit einer ganz anderen Voraussetzung, einem ganz anderen Skillset ab, ganz anderem Gear, wenn du so willst, in das Level, was ich zwar gerade schon mal gemacht habe, aber meistens sind die dann auch random generiert, was da einem dann erwartet. Dann hat man auch immer wieder Abwechslung. Ich gehe in dieses Level mit ganz anderen Voraussetzungen rein und kann eine ganz andere Taktik ausprobieren, die ich vorher ausprobiert habe. Habe vielleicht eine neue Waffe freigeschaltet, kann es mit der mal ausprobieren. Und deshalb haben diese Spiele mir richtig Laune gemacht. Es ist challenging, es ist Abwechslung und was ich halt richtig geil fand bei Legend of Keepers, bei Vampire Survivors, auch bei Hades, wir hatten richtig geile Chat-Aktivität, weil ihr immer miträtseln konntet, wie man es jetzt angeht. Ihr konntet mitentscheiden, welche Skills wir verbessern, welche nicht. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Die Chat-Interaktion mit euch war Bombe und die Spieler waren dazu auch noch richtig geil. Deshalb, ich würde ganz gerne so ein Format tatsächlich machen, was diese Roguelite-Geschichte so ein bisschen aufgreift. Das wäre sowas, wo ich halt überlege, ob das nicht was wäre, weil es eben auch bei euch im Chat richtig geil ankam. Ich glaube, ich schnapp mir gleich eins der letzten beiden Shortbreads. Oh, Freya, ich hasse dich, warum habe ich das gelesen? Roguelite ist das, wo man den. Ja, ich müsste mal jetzt tatsächlich Google fragen, was der genaue Unterschied zwischen Roguelike und Roguelite ist. Ich glaube tatsächlich, bei Roguelike fängt man wirklich härter wieder von vorne an. Ich weiß nicht, ob man ein bisschen Fortschritt hat oder so. Ich glaube, da fängt man wirklich immer wieder ganz hart von vorne an und bei Roguelite nimmst du so ein bisschen Progress. Im Gegensatz zu Souls-like-Spielen, in denen man immer nur vermöbelt wird und dadurch keinen Progress hat. Genau. Souls-like wäre für mich gar nichts, weil mir auch allein schon der Skill am meistens dann Controller fehlt. Überhaupt nichts für mich. Deshalb werde ich auch Elden Ring nicht zocken. Das hätte ich gemacht, wenn ich im Multiplayer das hätte spielen können. Aber so nicht. Hab gerade GTFO von dir nachgeschaut und da fände ich es nicht toll, immer wieder von vorne anzufangen.
Aber bei GTFO überlege gerade. Bei GTFO konnte man nur sein Waffensetup ändern. Du hattest, glaube ich, immer dasselbe. Du hast, glaube ich, nichts freigeschaltet bei GTFO, ne? Ich glaube, man wurde nicht besser, wirklich, durch. Das war dann ein richtiges Roguelike. GTFO ist gnadenlos gewesen, aber ziemlich geil. Alles klar, Twicker Lucy, dann ist es so, wie ich es gerade beschrieben habe, richtig. Das ist erfreulich. Dann like ja, like nein, auch diese Trommel. Das wäre etwas, was ich wirklich sehr gerne mal machen würde. Und Shinigami hat dazu ein Posting, ein Feedback und Vorschläge gemacht mit ein paar Spielen, wovon ich eins vom Namen her kenne und mal grob gesehen habe, eins ein bisschen ausführlicher kenne und eins gar nicht. Dann könnten wir uns das nämlich mal anschauen. Gerade wie bei Stefan Raab früher bei TV Total. Dann schauen wir uns das mal an. So. Schauen wir uns das mal an. So. Dead Cells habe ich selber nicht gespielt, muss ich sagen. Nur Streams gesehen. Okay. Das Prinzip hast du ja auch bei World War C gehabt. Selbst wenn es dich zerrissen hat, wurdest du für den Fortschritt, hast du bessere Waffen bekommen. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, aber World War C und auch die sind das Letzte. Was wir nur in der Beta gezockt haben. Damisch. Ja, aber es gibt sehr viele Games dieser Art, die so ein bisschen Shooter gemetzelt sind, wo du dann immer wieder von vorne durch die Level gegangen bist, aber mit besserem Setup. Genau. Und das mag ich halt, weil das jedes Mal eine andere Taktik ermöglicht als beim vorherigen Lauf. Dead Cells spiele ich selbst, mag ich sehr gern für zwischendurch zum Zocken. Okay. Wir schauen uns das mal an. So, Moment. Ich muss mir unbedingt noch die Bildschirmeinblendung auf mein Steam Deck legen. Ich gehe noch mal kurz in die Einstellungen, in das Erscheinungsbild. Wir erhöhen die Chatschriftgröße und ein bisschen den Zoom. So, damit ihr da auch was seht. Also, auch gerade, ob noch was in der Richtung da war. Spiele aus dieser. Ah, hier war auch ganz viel Feedback von Bianca gekommen zu Holy. Ich glaube, sehr viele von euch haben jetzt zuletzt die Probierpakete bei Holy bestellt. Feedback dazu, wie euch da die Sorten schmecken, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Immer weiter in den Discord rein damit, ne? Das ist sehr, sehr schön. Habe ich auch erfreut durchgelesen. Kam bei Bianca in dem Fall alles sehr, sehr gut an. Verbesserungsvorschläge und dergleichen immer her damit. Das ist auch wichtig, allgemein zu unseren Sponsoren. Also wenn ihr irgendwas zu Chipotle habt, was gut, was schlecht ist, dann auch damit raus. Ich suchte für zwischendurch gerade Hades und dank Kojats fürs Zeigen macht echt Fun. Ja, Hades ist wirklich geil. Windbound ist eine interessante Mischung aus Roguelite und Survival, allerdings nicht jedermanns Sache. Windbound war furchtbar. Windbound war von der Steuerung so furchtbar, dass ich da Frust bekommen habe. Back for Blood war das, Cheesylicious, genau. Back for Blood war das, was ich eben gesucht habe, das Spiel. Nur in der Beta gezogen. Richtig. Dead Cells ist leider ein bisschen wie Hades ohne den Humor, aber trotzdem angenehm zum Spielen, wenn auch nicht über längere Zeiten. No Place Like Home wird am 11.3. released.
Ich glaube, das ist auf meiner Wunschliste, Valkyrie. Ich glaube, das habe ich auf meiner Steam-Wunschliste. Wir schauen uns da eh gleich an. Moment, ich gehe mal eben hier bei Dead Cells rein. Gib das mal kurz rüber und logge mich ein. Also Wunschliste, ne, für alle, die es noch nicht kennen. Wunschliste ist bei mir Beobachtungsliste. Ne? Das heißt nicht, dass ich irgendwie erwarte, dass ich die Spiele bekomme oder mir kaufe oder sonst was, sondern das sind einfach nur Spiele, die packe ich da rein, um sie zu beobachten und nicht zu vergessen, dass es sie gibt. Oh. Oh, mal ganz kurz. No place like home. No. Okay. Okay. Habe ich nicht auf der Wunschliste? Machen wir mal kurz. Warum? Weil das Spiel hatte ich definitiv. Ach, es ist in der Bibliothek. Deshalb ist es nicht mehr der Wunschliste. Es ist in der Bibliothek. Das ist das, was ich mal geschenkt bekommen habe. Warst du das am Ende? Ich weiß es gerade gar nicht. Das hatte ich schon mal geschenkt bekommen zum Zocken. Genau, das können wir mal anspielen. Das ist was Schönes für so eine Indie-Wundertüte. Dass wir es mal anzocken. No Place Like Home ist auf jeden Fall sehr interessant. Und das soll am... Wann hattest du jetzt gesagt? Wann soll das releasen? Moment. Elfter Dritter. Und das hat, weil du sagtest nach Coach, das ist aber nur Einzelspieler. Das wird, denke ich mal, kein Multiplayer bekommen, ne? Ja, auf jeden Fall No Place Like Home ist da schon notiert, auch dass wir es mal zocken in die Untertüte. Jetzt machen wir mal hier. Und aus, die Musik aus und dafür einen Trailer an. Ich fange da immer ganz gerne bei den alten Trailern an, obwohl. Mal gucken. Ich hoffe, das ist jetzt der alte rechts. Junge. No Song of the Elder Tree haben wir gezockt. Sehr zäh am Anfang. Alter. Also ein bisschen Humor hat das aber auch, das Spiel, wenn auch ein sehr makaberen. Gibt's auch irgendwie Gameplay-Trailer? Bisher ist das sehr verstörend, was ich hier sehe. Verstörend, aber irgendwie lustig. Warte, das sind so die Gameplay. Ach, das ist ein Side-Scroll-Ding. Ach, du ahnst es nicht. Das sieht jetzt auch noch nach Jump'n'Run-Passagen und so da drin aus. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da so sehe. Aber, ja. Das sehe ich total. Das schätzt mich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist schon sehr speziell. FTL war tatsächlich ziemlich cool. Ich weiß noch nicht, ob FTL... FTL ist halt auch sehr speziell. Man hat da letzten Endes sein Raumschiff. Man hat da eine Crew auf dem Raumschiff. Ich glaube, die kann man auch benennen. Das heißt, da könnte die Community mit drauf. Ich weiß nicht, ob es eine Twitch-Integration gibt. Das weiß ich nicht. Und man durchfliegt quasi so eine Sternenkarte, ein Sonnensystem oder wie auch immer man das nennen möchte und wird verfolgt von der Sternenflotte. Wenn die einen einholt auf der Reise, ist das Spiel halt vorbei. Und unterwegs stößt man immer wieder auf Gegner,
mit verschiedenen Waffen und Verteidigungssystemen und man muss halt überlegen, ob man die bekämpfen kann oder nicht und selbst seine Waffen und Verteidigungssysteme ausrüsten, verbessern, Energie verteilen, dadurch stärkere Schilde oder stärkere Waffen haben, etc. Das ist alles sehr, wie man sieht, sehr, sehr grafisch, sehr, sehr rudimentär, aber es bockt tatsächlich extrem. Ist herausfordernd, ist extrem herausfordernd, ja. Also insofern, FTL ist durchaus ein Spiel, welches, glaube ich, sehr viel Bock machen kann, aber welches auch sehr speziell ist. Prinzipiell hätte ich auf sowas auf jeden Fall Bock, aber da sehe ich momentan Hades vorne, da sehe ich momentan Vampire Survivors vorne, dass wir uns da erstmal so ein bisschen mit den ein bisschen zugänglicheren noch aufhalten sozusagen und dadurch das Genre vielleicht auch gemeinsam ein bisschen kennenlernen. FTL ist dann schon krass. So Convoy, Tactical Roguelike Inspired by Mad and Max, okay. And FTL, okay. Aber wieder den Bug, dass der Trailer nicht weiter abspielt. Ja, nun. Steam, ich hasse dich einfach, ehrlich. Okay, dann klicken wir uns da jetzt nur so durch. Das Krasse an diesen Spielen ist halt, dass die alle extrem minimalistisch im Design sind und trotzdem einen gewissen Tiefgang immer bieten in Gameplay, in Mechaniken, dass sie trotzdem so einen Reiz ausüben. Ich meine, wenn man Vampire Survivors anguckt, minimalistischer geht es ja kaum, ja. Und trotzdem suchtet dieses Spiel ungemein. Das hier sieht allerdings wirklich grausam aus. Also das hier sieht richtig grausam aus. Da, aber hier kriegt man ja genug andere Spiele vorgeschlagen, auch die eventuell in ähnliche Richtung gehen. Also das sieht richtig grausam aus. Cross a Wasteland in Search of Parts for Your Broken Ship. Presented in Pixel Arts and set in a future post-apocalyptic setting. Convoy is a squad-based tactical combat roguelike in its core. Okay. Okay, also es ist ein bisschen FTL-like, dass man dann so Events hat, die passieren auf der Suche nach Teilen und Aufrüstung für dein Schiff oder was auch immer, während du da durch die Gegend donnerst. Ja, nun, weiß ich nicht. Mal beobachten. Aber wie gesagt, das wäre was ich gerne mit euch ausprobieren würde, mit den zwei Games, Hades und Vampire Survivors und eventuell künftigen, die da kämen. Quatsch, hier. Weil ich tatsächlich das Genre sehr, sehr spannend finde für Chat-Aktivitäten, für Community-Aktivitäten, für Twitch-Integrations. Da geht wirklich viel. Finde die Grafik nicht so schlecht. Okay, ich fand sie ziemlich schlecht, aber das war jetzt nur von den Screens. Vielleicht ist es dann noch mal besser. Dankeschön, Gonzo, für die Bits. Schön, dass du da bist. Moin, moin. Danke dir. Schön. Mutierst ein wenig zum Lurker. Ja, Bianca, gar kein Problem. Grüß dich. Schön, dass du reinschaust. Das Spiel lässt sich super zum Wetten nutzen. Kenn ich von wem anders, da waren die Zuschauer immer recht stark. Das haben wir ja schon bei Vampire Survivors gesehen, wie geil das mit den Wetten ablief. Und wie genial die Chat-Aktivität war, wenn es darum ging, welche Skills wir wählen und so. Das hat einfach super Spaß gemacht, mit euch zusammen darüber zu rätseln. Okay. wir spielen jetzt aber erstmal. Und wir brauchen auch nächste Woche noch was zum Anschauen an Trailern. Und ich würde aber gerne nächste Woche mit euch mal diese Roguelite-Geschichte so ein bisschen ausprobieren. Also Roguelite. Dass wir da mal so ein, zwei Formate haben. Dass wir da uns durchprügeln und
Ja, das, also wie gesagt, das Allergeilste war wirklich die Aktivität im Chat und zu sehen, wie ihr mitgefiebert habt und gewettet habt und für mich halt auch zusätzlich Ansporn und Herausforderung, da jetzt mal richtig Gas zu geben. Und das ist, hat mich richtig, richtig getriggert, tatsächlich auch entsprechend lange überleben zu wollen und das durchzuziehen, ja. Hast du ja auch Loop Hero geholt, als es vor ein paar Wochen bei Epic umsonst war? Glaube nicht. Loop Hero glaube ich nicht, nee. War das Loop Hero, das, wo man da in diesen Dungeons da, war das... Loop Hero ist auch so ein Ding. Das war ja auch so ein Suchtspiralenspiel. Aber das kostet ja auch nicht die Welt alles. Ich ziehe euch mal rüber. Gebt noch mal eine ganz kurze Schweinchenpause. Mal schauen. Positive Nachricht ist, ich bin in Lost Ark drin. Wir können da also gleich weiterzocken. Wo der Held im Kreis läuft und man platziert nur die Landschaft. Ja, genau, das, das Spiel hatte ich mir auch mal angeguckt. Ja. Dankeschön, Fortuna. Vielen lieben Dank. Dann werden wir gleich Lost Ark zocken. Ich habe eine ganz, ganz kurze Schweinchenpause. Und dann legen wir los. Diesmal mit der Belagerungsschlacht und allem drum und dran. Bis gleich.